Montag ist Wohntag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Und ich couche heute mit dem Dirk. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Claudia, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf. Ja, was hast du uns Schönes mitgebracht heute? Ich habe euch heute ein wunderschönes, silbergraues Boxspring-Sofa mitgebracht. Das besteht aus Mikrofaser. Das hat einen Boxspring-Federkern, also einen Taschenkern. Und wir haben hier eine Dauerschläferqualität mit einem großen Bettkasten. Und das Ganze inklusive dem Topper für 799 Euro. Fantastisch, Dirk. Und ich würde gerne die ganzen Einzelheiten, die du gerade uns erzählt hast, noch mal etwas in die Tiefe besprechen. Was mir besonders auffällt, es ist super kuschelig und gemütlich und weich. Liegt das an diesem Taschenfederkern? Das liegt tatsächlich an dem Taschenfederkern. Das ist praktisch, der Federkern liegt in so einer Tasche mit drin, wie man es eben halt auch sagt. Und das ist so sauber dort eingearbeitet, dass du in jeder Sitzposition oder in jeder Liegeposition immer den optimalen Körperkontakt hast. Also das passt sich wirklich beim Sitzen, beim Liegen den Körper hervor. An. Das muss man probieren, liebe Zuschauer. Kann das hier alles in meinem Studio machen? Also genau, genau, so geht das auch. Es ist wirklich sehr gemütlich. Und gerade Boxspringbetten sind ja auch so gehypt und so modern. Und man sieht die wirklich überall. Und jetzt hier so ein Boxspring-Sofa zu haben, ist natürlich auch was ganz Schickes und vor allem sehr, sehr bequem. Dirk, was ich noch besonders schön finde, ist, du weißt, ich stehe so mal auf ein bisschen kuschelige Sachen. Deswegen bin ich ja hier. Genau. Der Stoff, die Oberfläche ist so unglaublich weich. Wir haben hier ein Kissen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen unseren Zuschauern erzählen, was ist das für ein Material und vor allem ist es sehr empfindlich. Was passiert? Na, ich esse gerne im Bett mal so eine Pizza oder trinke einen Kaffee oder eine Cola dazu. Was passiert denn, wenn da mal ein bisschen was daneben geht? Das ist ja hier eine Mikrofaserqualität und die Mikrofaserqualität ist sehr unempfindlich. Das heißt, Flüssigkeit oder Speisereste, je nachdem, zieht also nicht wirklich in die Faser ein, sondern das hat so einen Perleffekt. Das perlt von der Oberfläche ab. Also super. Es ist wirklich sehr leicht zu reinigen, die Mikrofaser. Mhm. Und es ist wirklich ganz, ganz weich. So wie Samt fühlt sich das fast ein bisschen an. Genau. Vielleicht sieht man das auch in der Kamera. Also es ist wirklich sehr, sehr kuschelig. Das Schöne ist, es hat so ein Eigenleben, nicht? Durch diese Florverschiebung. Ja, total. Hast du mal so diese hellen Dunkeleffekte, was ich persönlich sehr schön finde. Super schön. Wir haben hier das Sofa in Silbergrau, hast du gesagt. Und gibt es noch weitere Farben? Es gibt noch eine weitere Farbe und zwar in Grau. Das ist ein bisschen gedeckter, die Farbe. Das gedeckter. Grau ist ein bisschen gedeckter. Ja? Hier hast du dann doch mehr diesen Silberanteil drin. Dadurch wirkt das insgesamt etwas heller. Mhm. Dann hast du gesagt, wir haben einen 2,5-Sitzer. Das heißt, für eine Person sowieso Luxus, weil man sich richtig schön ausbreiten kann. Zwei Personen haben Platz und das heißt, ein Dritter, wenn man hier so ein bisschen sitzen möchte oder so, passt hier definitiv noch jemand hin, wenn zu Hause Besuch da ist. Was mich auch zu meinem nächsten Stichwort bringt, Besuch kommt nach Hause. Die wollen meistens auch ein bisschen bleiben und machen sich dann zu Hause breit. Jetzt hast du gesagt, wir haben eine Dauerschläferqualität. Was heißt das genau? Also eine Dauerschläferqualität heißt, aufgrund dieses hochwertigen Federkerns, was hier verarbeitet ist, können wir wirklich ein oder zwei Personen jederzeit oder eine längere Zeit eben auch wirklich mal über ein, zwei Wochen gemütlich drauf schlafen, ohne dass sie morgens aufstehen, Rückenschmerzen haben. Also das geht mit diesem Sofa hier wirklich ganz hervorragend. Ich könnte mir sogar vorstellen, so Couchsurfing, ne? Hier oben auf der Oberfläche kann man auch ganz gemütlich schlafen. Mhm. Ich bin nicht ganz so groß, ich passe hier drauf. Jetzt geht es mir aber darum, wie einfach ist denn dieses Sofa zum Bett zu verwandeln? Wie funktioniert das? Also das ist recht einfach. Du brauchst im Endeffekt die Couch nur ein Stück nach vorne ziehen, also ein bisschen nach vorne wegdrücken. Und dann kannst du den hinteren Bereich ganz einfach umlegen. Und dadurch hast du eine wirklich große Liegefläche von 2,2 Meter in der Länge und 1,53 Meter in der Breite. So, dann machen wir das mal, ne? Ja, dann zeigen wir das mal. Zusammen in Teamwork erstmal die Kissen weg, oder? Jawohl. Kissen die schmeißen wir jetzt einfach mal rüber. Perfekt. So. Dirk. So, dann fasse ich jetzt hier vorne an, zieh das mal raus. Schau mal, und dann kommt auch gleich der Schaumstofftopper da. Genau, da von dem du gesprochen hast. Dann nehmen wir den auch mal raus, denn wir bauen ja jetzt aus unserem Boxspring-Sofa ein Boxspringbett. Genau. Das lässt sich jetzt ganz einfach umklappen, wirklich mit zwei Fingern. Zack. So, Dirk, komm. Jetzt machen wir unser Bett fertig. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Oh, super gemütlich. So. Ich würde mal sagen, wie sich das so gehört. Und drauf. Juppa. So, liebe Zuschauer, wir machen es uns jetzt etwas gemütlich und Sie können sich diese tolle Couch jetzt etwas genauer anschauen. Genau.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Und wir möchten Ihnen gerne nochmal alle Fakten des Isalie Deluxe Sofas zusammenfassen. So, Dirk, was haben wir nochmal alles? Wir haben den Taschenfederkern. Wir haben den großen Bettkasten. Wir haben die Mikrofaser. Genau. Und wir haben den Topper. Und wir haben einen großen Bettkasten hier in dem Boxspring-Sofa. Sie können es als Sofa nutzen, Sie können es ausziehen, als Bett nutzen. Es ist also wirklich sehr, sehr flexibel. Es ist super stylisch. Ein moderner, moderner Look, würde ich sagen. Mikrofaser, genau. Passt überall rein und es ist schnuckelig ist es. Ist auch sehr gemütlich. Genau. Deswegen bleiben wir auch noch ein kleines bisschen liegen. Dieses silbergraue Sofa ist verfügbar und ich glaube, auf das Graue muss man ein kleines bisschen warten. Da gibt es eine kleine Bestellzeit drauf, genau. Okay, super. Dann hoffe ich, Sie hatten heute wieder Spaß mit uns. Montag ist Montag. Jede Woche gibt es neue und tolle Produkte bei uns. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.